herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Es tut mir so leid, ich habe mich heute jetzt einfach mal direkt nach dem Duschen und nach meiner einer Woche Nachtschicht vor die Kamera gesetzt. Ich habe ganz furchtbare gestainte Augen, weil Leute, ich habe gestern in der Arbeit einen Colourpop Eyeshadow getragen. Ja, diesen da. Ich hoffe, der zoomt euch. Der ist richtig, richtig hübsch da. Und ich habe seitdem total die krassen Augenringe, aber ich bevorzuge es einfach, komplett ich zu sein und ich liebe es einfach. Ich habe aus meinem letzten Haul ein bisschen Hyaluronsäure aufgegeben und zwar von Revolution. Ich muss das echt empfehlen. Ihr nehmt praktisch einfach so einen Dropper, gibt es auf euer Gesicht und das macht so ein bisschen so einen Plumping-Effekt. Ich gebe das auch auf meine Augenlider und so weiter. Die Augenbrauen sind ja permanent gestochen von meiner lieben Leandra. Ich werde auf jeden Fall euch jetzt am Mittwoch das Video dazu hochladen. Da habe ich ein bisschen mitgevloggt, wie man praktisch diese Augenbrauen gemacht hat. Und ich möchte euch sehr, sehr gerne eine mega Empfehlung geben, denn Love Cosmetics geht leider aus dem DM-Sortiment raus. Dafür wird ein BH Cosmetics Aussteller in die Läden kommen. Ich weiß noch nicht, wie ich das finden soll, weil BH Cosmetics zum Beispiel, das kennt ihr natürlich alle, ich habe extrem viel BH Cosmetics und Make-up Revolution Produkte. Das Einzige, was ich halt dazu sagen muss, ist, dass ich halt eigentlich immer gerne online bestelle, weil ich einfach da so gute Rabatte bekomme, dass ich jetzt nicht ganz nachvollziehen kann, warum ich, also ich würde es mir never ever irgendwie im Internet kaufen, weil ich einfach denken würde, ja, also ob sich das für mich lohnt, ist halt immer so die nächste Frage. Boah, jetzt ein bisschen Labello, sonst kratze die Lippen gleich ab. Auf jeden Fall bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich das jetzt im Laden selber kaufen würde. Ich habe jetzt nur gesehen, dass die neue Miss Bella Palette gelauncht wird. Das ist ja The Dark Side oder sowas. Eine sehr geile Palette. Ich zeige euch mal hier ein Bild davon. Ich finde die mega, mega schön. Ich werde sie auf jeden Fall kaufen und auch das Pinselset, weil BH Cosmetics, da könnt ihr eigentlich echt nichts falsch machen. Und wie gesagt, ich würde das dann direkt bei bestellen. Ich bin von der ersten auch sehr begeistert gewesen. Allerdings habe ich sie natürlich nicht gerade so oft in der Hand. Ich muss euch mal zeigen, wie meine Paletten gerade untergekommen sind, weil ich habe ja die ganzen Schubladen hier schon relativ leer. Das ist so schlimm. Ich habe die alle in eine Malmkommode gesteckt. Hier seht ihr die Bilder. Also das ist für mich ein echter, ein seelischer Krampf, sage ich euch, die so schlecht zu behandeln. Und ich möchte auf jeden Fall jetzt sagen, dass die Love-Girl-Produkte bei mir im DM alle 50% reduziert waren, Leute. Also ich muss euch sagen, 50% auf Love Cosmetics hat sich bei mir enorm gelohnt. Ich habe auch noch ein paar Essence-Produkte dabei und ich habe noch einen kleinen Revolution London Haul, den ich euch noch dazu lege. Also es wird mal wieder ein random Beauty Haul. Ein kleiner Disclaimer, ich denke einfach, dass es total in Ordnung ist, sich mal was zu gönnen. Ich bin halt eine, die gönnt sich halt ein bisschen zu oft. Aber so wie auch meine süße Alida, folgt auch ihr sehr, sehr gerne auf ihrem Kanal. Alida und ich sind halt immer so, wenn wir halt geile Produkte sehen, dann können wir eigentlich nicht anders, ja. Ich kenne aber sehr, sehr viele Mädels. Auch die liebe Alina vom Kanal Frühlingsrolina, die ist auch so eine, die gerne bei Cosmetic for Less einkauft. Und ich muss einfach sagen, ich bin total begeistert von den Produkten. Ich habe bei Revolution London eine ganz tolle Aktionswoche abgewartet und ich habe eine riesen Palette geschenkt bekommen. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall, was ich in meinem Haul alles eingekauft habe und wir starten jetzt. Das erste, was ich euch zeigen wollte, zu meiner Bestellung ab 25 Euro oder 30 gab es diese Brighter Than My Future Ding Highlighter Palette. Ich habe die auch in Original. Die Farbe Extra ist eines der schönsten und grellsten Highlighter ever. Ich lasse die allerdings eingepackt, weil ich schon überlege, die in meine 1000 Abonnentenverlosung reinzuschmeißen. Denn, das kann ich euch schon ankündigen, zu meinen 1000 Abonnentenverlosungen wird es diese drei Paletten zweimal zu verlosen geben und noch einige Items von Heidis Shop. Sie hat einige Produkte, die ich einfach schon besitze, mir zugesendet. Ich schreibe natürlich auch ihren Shop unten rein. Mit der Heidi haben wir jetzt fast über ein halbes Jahr eine ganz tolle Beziehung aufgebaut, eine tolle Freundschaft.
wo wir uns regelmäßig auch Sachen erzählen und auch private Sachen. Das ist jetzt mittlerweile gar nicht mehr so geschäftlich gewesen. Schaut sehr, sehr gerne dabei. Und natürlich auch bei meiner lieben Victoria. Victoria hat ein ganz, ganz tolles Unboxing-Video gemacht von den Produkten von der Heidi. Bei mir hat es komplett die ganze Datei zerrissen. Es tut mir unendlich leid, weil ich hätte sonst eigentlich parallel hochladen können. Bitte schaut gerne, gerne bei der Victoria vorbei. Sie hat es echt verdient. Ich wünsche ihr dieses Jahr definitiv die 1000 Abonnenten, weil sie ist so, so, so eine tolle Qualität. Also ich meine, ich filme ja tatsächlich immer noch mit meinem Handy und ich muss euch ehrlich sagen, ich werde das auch auf erstmal gar nicht ändern, weil ich einfach die Qualität so unfassbar gut finde. Und auch mit der Beleuchtung. Ich werde allerdings ein paar neue Beleuchtung kaufen. Es werden einige Studiolichter einziehen, weil ich einfach finde, dass das schon am meisten ausgemacht hat bei mir. Und wir starten jetzt mal mit den Produkten. Wie gesagt, das da, das ist praktisch ein Goodie gewesen. Die Palette kostet sonst 20 Euro. Die ist mega schön. Und dann habe ich mir die Emily Noelle Wands Palette bestellt. Die gibt es noch nicht. Also das ist jetzt die Verpackung. Die werde ich auch wegschmeißen. Habe ich diese Wands Palette. Emily Noelle ist eine ganz, ganz tolle, total süße YouTuberin. Muss aber allerdings gestehen, dass ich... Krischi spielt gerade mit dem Karton. Muss aber allerdings gestehen, dass ich die mal abonniert hatte und deabonniert hatte. Weil ich hatte halt so eine Zeit, da habe ich halt wirklich nur die Sachen stehen lassen an Leuten, die ich auch wirklich anschaue. Weil das Problem ist halt bei mir, bei der Menge an Sachen, die ich selber kaufe, anschaue und selber Videos drehe, wird euer Content sehr, sehr viel geballter. Also ihr seid einfach mehr drauf verpicht zu schauen, ist das auch wirklich das, was ihr anschauen würdet oder nicht. Und sie hat eine so mega schöne Palette rausgebracht. Und zwar, seht euch die mal an. Da sind wunderschöne Töne. Wie ihr seht, habe ich die auch schon benutzt. Sehr, sehr geile Qualität. Die kostet 19,99. Ich swatch mal so die Farben, die ich jetzt so am liebsten habe. Das sind so typisch diese Grüntöne. Ich liebe diese Töne. Ich finde die einfach wunderschön. Sie lassen sich super verblenden. Es ist eine mega schöne Palette. Ich habe eine ganze Latte an Produkten und an Sachen, die ich euch für die Weihnachtszeit zum Kaufen und empfehlen würde. Ich habe, wie gesagt, so viele Videos in Planung. Allerdings, dieses Video ist tatsächlich jetzt heute gedreht und ich tue es auch sofort hochladen, damit ihr praktisch die Aktion von Love direkt mitbekommt. Ich finde diese Palette aber wunderschön. Sie ist aber, schaut mal, wie groß die ist. Also die kann ich mir direkt vors Gesicht packen. Die ist wirklich groß, hat aber einen ganz, ganz tollen Spiegel, wo ich euch einfach sagen muss, ich könnte mit der Palette eigentlich komplett wegreisen. Es würde mir überhaupt nichts ausmachen. Und dann habe ich noch eine ganz, ganz tolle Palette und zwar in Kollaboration mit der Tammy. Tammy ist eine YouTuberin, sehr, sehr, sehr hübsch, die beim Make-up Revolution bei dem Kanal da mitmacht. Sowas wie Essence TV gibt es auch für Make-up Revolution. Und die hat diese Tropical Palette mitgebracht als Kollaboration. Ich finde momentan eh die Kollaboration bei Make-up Revolution etwas zu viel, aber Tammy gucke ich unnormal gerne. Sie ist so, so hübsch. Das ist eine Frau mit dunkler Haut. Die macht so tolle Cut-Creases und die ist Mama von Zwillingen. Die ist praktisch ganz jung Mutter geworden mit 17, 18 und hat direkt natürlich gleich einen Doppelpasch gezogen. Ich finde diese Palette so wunderschön. Also ich muss echt sagen, ich dachte erst, dass die sich sehr ähnlich sind, aber es sind wirklich tolle Farben dabei. Die sind wirklich butterweich, also wirklich eine ganz tolle Qualität. Sehr viel besser wie die Kiso-Palette, muss ich euch einfach sagen, weil die Kiso-Palette hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich weiß nicht, also ich finde Make-up Revolution sehr, sehr schön, aber ich fand einfach die Kiso-Palette so schlecht, also ich kann es gar nicht anders sagen, zufällig habe ich jetzt ein T-Shirt in der Farbe an, aber ich fand die wirklich so schlecht, Leute, das ist schon nicht mehr feierlich gewesen. Und dann habe ich mir natürlich die Conceal and Define Full Coverage Foundation geholt. Ich werde definitiv dazu eine Review machen, beziehungsweise habe ich sie schon im Privaten getragen. Diese Foundation kommt mit einem Applikator. Ich habe jetzt mehrere Farben. Ich habe jetzt die Farbe 8,5, 8 und dann habe ich noch einen ganz hellen Ton mitgenommen. Allerdings ist es sehr interessant. Die 8 ist sehr viel dunkler wie die 8,5. Also da müsst ihr echt schauen, wie es mit den Untertönen aussieht. Ich werde mir aber noch die 10, 10,5 bestellen und habe mir dann noch einen Concealer-Ton bestellt, weil ich finde, dass man halt, wenn man schon eine Foundation hat, die einen riesen Applikator hat, kann man die auch so haben. Und ich habe die Super Size Conceal and Define. Das ist im Prinzip der Concealer,
den er von mir ja auch kennt. Das ist dieser kleine hier. Den gibt es jetzt einfach in einer super Größe. Ich finde das mega geil, weil ich brauche schon relativ viel Concealer. Also das muss man einfach dazu stehen. Ich meine, Leute, ich muss euch ehrlich sagen, ich bin es auch ein bisschen satt. Also ich habe jetzt immer mehr Content-Leute, die ich halt wirklich über ein paar Monate, Jahre jetzt verfolge. Die Gesichter verändern sich total. Irgendwie spritzen die sich auf und da finde ich halt immer wieder Leute, die sich auffüllen und sich also wie geleckt vor die Kamera setzen, was ich irgendwie nicht sehr realistisch finde. Es ist jetzt halt bei mir auf meiner Uhr 9:30 am Abend. Also welcher Mensch, ja, welcher normale Mensch, ja, sitzt bitte vor der Kamera und setzt sich hin wie aus dem Ei gepellt. Ich habe jetzt eine Woche Nachtschicht gehabt und wie gesagt, dieser scheiß Lidschatten geht nicht runter. Und ich finde halt einfach, wir sollten mal back zu dem kommen, ja, was wir eigentlich auch sind. Ich finde halt, um 9:30 braucht hier keine Frau aussehen wie aus dem Ei gepellt oder direkt zum Wiener Opernball gehend, ja. Wie gesagt, ich mache halt einfach abends meine Skincare-Routine. Jetzt zum Beispiel habe ich so mein Sephora Lip Plumper aufgetragen und muss euch einfach sagen, ich bin es echt irgendwo satt, immer so perfekt auszusehen. Ich liebe es, ich liebe Make-up, Leute, aber ein Haul kann ich euch auch im Pyjama zeigen. Und das am wichtigsten in dieser Zeit, was ich euch zeigen wollte, ist mein DM-Haul. Love Cosmetics geht aus den Regalen von DM raus. Ich weiß noch nicht, wie ich das finden muss. Ich finde es ein bisschen schade, weil Love Cosmetics eigentlich mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich denke, also das hat die mir vom DM, also unsere Liebe von die Dame vom DM erzählt. Die hatten halt irgendwo so eine, also es ist bekannt gegeben, dass praktisch BH Cosmetics einen Aufsteller bekommt, der praktisch in den DM ziehen soll. Da soll es halt dann zum Beispiel die Miss Bella Palette, die ich euch vorher gezeigt geben, dann soll die Mavicon Palette, da soll halt so ein ganzes Standardsortiment an Sachen einziehen. An sich nicht schlecht, muss aber einfach sagen, dass ich definitiv weiter online bestellen werde, weil es für mich da sich definitiv besser lohnen würde, weil einfach dort ihr einfach mehr Rabatte bekommt und Pinsel und so Zeug. Also da wird es bestimmt keine tollen Pinsel geben, ja. Und die müssen halt dann sag ich mal, Sachen aussuchen, die laufen sozusagen und ich bestelle einfach lieber online. Und ich habe, wie gesagt, jetzt gesehen, dass die von Love, dass die bei Love Cosmetics 50% Rabatt gegeben haben, sogar auf neue Produkte, die erst vor wenigen Wochen eingezogen sind. Also ich packe euch jetzt mal aus, was ich gekauft habe. Ich habe einige Sachen gekauft, die ich mal benutzt hatte, die mir aber preislich doch zu teuer waren, weshalb ich dann mich doch dagegen entschieden hatte, die nochmal nachzukaufen und habe mir natürlich jetzt wieder nachgekauft, weil ich es halt toll fand. Ich habe, um auf das andere mal zu kommen, ich habe mir aus der Essence Prime and Last Daily Diaries, habe ich mir, wie gesagt, das Translucent Powder in Jumbo gekauft, weil, wie gesagt, solche Produkte, wenn ihr zum Beispiel die nicht mehr in der Filiale finden solltet, geht gerne mal auf Heidis Shop, weil die bekommt solche Produkte eigentlich immer wieder rein. Das ist praktisch ein riesen Jumbo Fixing Spray, das Fixing Puder. Das ist translucent, das tragt ihr praktisch auf und es gibt eine unheimlich weiche Konsistenz. Ich denke, das ist nichts anderes wie das All About Mattes, nur in groß. Ich werde mir das in die Arbeitstasche packen, weil ich einfach denke, dass ich halt diese Sachen auch in der Arbeit gebrauchen kann. Und dann habe ich hier noch ein Prime and Last Daily Diaries Mattifying Gel Primer. Der Gel Primer, der hat mich total interessiert, weil ich liebe Gel Primer. I like Gel Primer. Auf jeden Fall habe ich hier diesen Gel Primer gekauft. Der hat sich so super angefühlt bei dem Tester, den ich hatte. Und ich habe jetzt hier noch einige Produkte, die ich euch gerne zeigen wollte. Die sind bei Love Cosmetics gab es enorm viel Rabatt. Ich kann euch genau sagen, was die Produkte gekostet haben und dafür müsst ihr praktisch 50% abziehen. Also bezahlt hätte ich für alles 120 und habe bezahlt knapp 52 €. Ich habe noch so ein bisschen Coupons und sowas gehabt. Und das erste, was ich gekauft habe, das hatte ich mir schon mal angeguckt, ist das Aurora Powder, Aurora Glow Powder. Ich habe ja die Hourglass Powder und natürlich suche ich auch immer wieder. Ich habe erst gedacht, das Packaging A+, ja, aber schaut mal, das ist so ein Puder, Leute, das tragt ihr praktisch auf und seht ihr das? Das ist praktisch im Color Correcting, könnt ihr das sehen? Also das ist praktisch so eine Art Puder, das könnt ihr zum Setten nehmen.
Ich möchte, wie gesagt, auch mal ein Full Face of Love Cosmetics machen, weil ich finde es sehr, sehr, sehr schlimm, dass die überhaupt drüber nachdenken, das aus den Filialen rauszunehmen, weil ich die Puder wahnsinnig schön finde. Also das kommt definitiv in den Test. Das hätte jetzt gekostet, muss mal schauen, was es sein kann, 10,95. Das habe ich jetzt für 5,90 Euro gekriegt. Das ist richtig, richtig schön. Dann habe ich mir mitgenommen einen Hyaluronic Serum Primer. Also Primer sind ja immer gut bei mir. Und ich habe mir den Serum Primer mitgenommen. Primer, schon wieder der Primer. Und zwar ist es dieser hier. Ich habe den gesehen und ich fand den wirklich cool. Hyaluronsäure, wie gesagt, habe ich ja eigentlich auch in anderer Form. Wie gesagt, Revolution hat ja jetzt pure Hyaluronsäure. Der ist ein bisschen parfümiert. Das mag ich jetzt ja nicht so unbedingt, aber so Hyaluronsäure-Primer helfen euch wahnsinnig, gerade bei matten Foundations wirklich gut. Da sind halt diese Kugeln drin und der hätte gekostet auch 10,95 und habe ihn auch gekriegt 5,90 Euro. Dann habe ich mir zwei Pakete, ich denke das war's, ja, zwei Pakete von der 3-in-1 Matte Fix Spray. Hi Krishi! Hi Krishna! Der ist so schwer geworden. Können wir mal darüber sprechen, dass du einfach so viel frisch, mein Freund? Akru? Akru? Der ist so hübsch geworden. Der ist auch sowas und kuschelig. Der schläft immer gerne im Bett. Also, den wir schnell mal los. Dann habe ich hier einen wirklich mega guten 3-in-1 Matte and Fix Spray. Make-up Base Mattifying Long Lasting. Das ist ein ganz toller Sprühkopf. Es riecht auch nach nichts. Ich habe allerdings zum Dupen, also ich kann euch mal zeigen, ich habe hier einen Spray von Catrice, der hat den besseren Sprüher. Und zwar ist es das Prime and Fine Anti-Shine Spray. Das kostet 5 Euro und das kostet, ich glaube, sogar, ich weiß nicht, das kostet auch, glaube ich, 12. Was hat das gekostet? Ah, der hat 10,95 gekostet, aber ich habe 5,95 nur bezahlt. Der kommt halt in einer super luxuriösen Milchglasflasche. Ich habe mir davon zwei gekauft. Einen, den ich auf den Tisch packen werde und einen im Backup. Weil diese Sprays sind wirklich, wirklich mega gut. Das Problem ist einfach nur, dass die einfach mir persönlich zu teuer waren. Und ich habe jetzt einfach gesagt, komm, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe. Normalerweise kaufe ich einfach nur noch dieses Matte Fixing Spray. Also das ist auch so ein toller Mist. Also eure Haut und die ganzen Ingredients da drin. Ich habe auch die Glow-Version davon, finde ich auch sehr, sehr gut. Und dann habe ich mir noch eine neue Lidschattenpalette gekauft. Die kostet 16,99. Das Problem ist nur, ich konnte das irgendwie nicht rechtfertigen, weil es halt mir schon sehr viel ist. Ich glaube, das ist auch der Grund, wieso Love Cosmetics rausgeht, weil einfach viele sich wahrscheinlich denken, oh mein Gott, die ist geil, aber oh mein Gott, ist das teuer. Ich finde halt immer noch, dass es halt sehr viel Geld ist. Das ist definitiv so. Also ich zum Beispiel für den Preis, also für 17 Euro, da kannst du bei Love Cosmetics, bei BH Cosmetics schon einen Haufen Zeug kaufen. Und jetzt muss ich mal gucken, wie das hier am besten aufgeht. Oh, ich hasse das, wenn die Sachen so krass stark verpackt sind. Schlimm ist das. Oh. So. Okay, jetzt habe ich es. Also, diese Sachen von Love Cosmetics sind alle eingeschweißt, sind natürlich mega sauber verpackt. Also, da kann man echt nichts sagen. Bisschen zu gut, meiner Meinung nach. Aber das muss halt sein, weil, wie gesagt, bei den höherpreisigen Sachen machen die halt einfach keinen Spaß und passen halt besser auf. Jetzt ist natürlich die Folie ab und ich kriege es wieder außenrum nicht auf. Ah, jetzt. Okay. Ich habe mich für diese Palette entschieden. Und zwar ist das eine so wunderschöne, also ich kann hier sogar die Folie vorne abziehen. Also das Stück hier würde noch mehr glänzen, das mache ich jetzt aber nicht weg. Und zwar ist es die Eyeshadow-Palette, Lidschattenpalette Palette Ombre. Und zwar in diesen etwas kühleren Tönen. Ich finde diese Love-Paletten sehr, sehr gut. Also ich habe wirklich vor allen Dingen diese da. Oh mein Gott! Also diese Foiled Eyeshadows sind wirklich mega schön. Ich werde die definitiv testen, weil ich bin eigentlich ein großer Love-Fan. Ich habe auch die Foundations davon. Also deswegen, ich kann euch gerne ein Full-Face schminken. Ich habe eigentlich alles Mögliche da. Nur Concealer nicht, weil da benutze ich immer die gleichen. Und dann habe ich die Love Lights Paletten gekauft, weil ich praktisch für eine statt 16,99 nur noch 8 Euro bezahlt habe.
Und ich muss euch sagen, bei Highlighter, da spackt mein Kopf ab. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich halt irgendwie Highlighter sehe, dann denke ich immer, ich weiß nicht, dann kriege ich so einen leichten Kopfkrampf und dann will ich irgendwie sofort einen Highlighter kaufen. Und zwar habe ich mir einmal die Cool Prismatic Palette gekauft. Und zwar, anfangs dachte ich so, ah Jenny, ob du die benutzen wirst. Aber als ich die geswatcht habe, habe ich gedacht, oh wow. Also das sind geile Inner Corner Farben. Das ist so ein richtig tolles Pink. Dann hier so ein grüner Shift, ja, was bläuliches. Das ist eine sehr, sehr cool tonige Palette. Aber ich habe die tatsächlich nur gekauft, um mir die Farben in den Braubogen und so rein und in den Inner Corner, weil ich einfach denke, dass diese Farben sehr, sehr gut dafür geeignet sein werden. Sind allerdings sehr, sehr pudrig. Da muss ich jetzt schauen. Das war auch der Grund, wieso ich die damals nicht voll im Vollpreis gekauft habe, weil ich gesagt habe, diese Highlighter, die zu pudrig sind, sind halt mal gar nicht meins. Und dann habe ich mir die passende Warmth-Palette dazu gekauft. Also die ist einfach in den wärmeren Farben. Die sind halt auch super tragbar für mich. Packung ist natürlich Golds, also ist richtig schön. Und zwar, ich werde jetzt mal versuchen, auf meiner nackten Haut was aufzutragen. Oh yeah. Oh yeah. Also das ist so ein richtig, diese Konsistenzen von Love. Ich hab echt einige Produkte davon, auch durch die Heidi natürlich bekommen. Und seht ihr, wie schön die sind. Das sind halt solche, wenn ihr natürlich Make-up tragt und so, habt ihr natürlich so einen fetten Boom-Effekt, ja. Aber ich finde diese Qualität einfach so toll. Ich habe die Palette schon ganz lange mir angeguckt. Das Problem ist einfach, ich finde halt 17 Euro einfach sehr, sehr viel Geld. Also ich bin sehr gespannt auf diese Aurora-Puder sozusagen. Und das war jetzt, wie gesagt, auch mein kleiner Zwischenhaul, weil ich gedacht habe, boah, das muss ich euch direkt zeigen. Wie gesagt, schaut mal einfach in eurem DM, ob ihr das findet, weil ich könnte mir vorstellen, dass euch so ein, ich weiß ja nicht, ich finde die Sachen total interessant und gerade wenn die halt 50% reduziert sind, lohnt sich jetzt zum Beispiel auch Backups zu kaufen. Ah, ich habe ganz vergessen, ich habe noch ein Gloss auf dem Tisch. Die Love Cosmetics Sachen sind bei uns extremst eingeschweißt, weil mir hat man gesagt, dass die halt, ja, teilweise die Tester klauen, aber leider Gottes ist... Ah, ich zeige es einfach so. Das ist einfach so ein kleiner Gloss. Den habe ich in der Farbe Forbidden Cassis. Das ist so ein ganz toller, wo eure Lippen halt extrem groß aussehen. Die Glosses sind sehr geil. Die Liquid Lipsticks kann ich auch nur empfehlen. Ich muss euch sagen, ich war sehr begeistert von den ganzen Sachen. Ich habe jetzt viele der Sachen schon probiert. Die Emily Noel Palette ist sehr gut. Die Tammy ist geil. Die Foundation, da werde ich, wie gesagt, mal ein Full Face of First Impressions machen. Ich habe euch jetzt für die nächsten Wochen einige Videos vorgedreht. Drehe immer wieder mal zwischendrin eins. Ich weiß halt nicht, in wie regelmäßig ich es schaffe, halt eben hochzuladen. Aber können wir mal kurz über den Gloss sprechen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, meine Lieben. Und ich werde jetzt definitiv dieses Chaos lichten hier, weil ich kann euch mal zeigen, wie das jetzt gerade auf meinem Tisch hier aussieht, ja. Hier ist totales Chaos. Seht ihr das? Das ist sowas von unordentlich überall. Also für mich ist das mittlerweile echt ein Zustand geworden. Ich habe mir jetzt ja einen Packschrank zusammenstellen lassen. Da zeige ich euch jetzt auch hier mal ein Bild. Das ist einfach ein riesen Kleiderschrank, wo ich praktisch die mittlere Konsole, meine Waschmaschine läuft da hinten übrigens wie eine Verrückte, und habe praktisch hier hinten die Packschränke. Das wird ein ganz großer 2,42 Meter, 2,30 Meter oder so hoher Schrank, weil wir haben sehr hohe Decken, knapp 2,80 Meter. Und dann wird die komplette Mitte alles aus Make-up bestehen. Ich kann mein Glück kaum fassen. Und wir sehen uns auf jeden Fall so, also so oft und so regelmäßig, wie es geht. Ich werde, wie gesagt, zum Ende des Monats für euch die 1000 Abonnentenverlosung starten. Wie gesagt, diese Paletten sind nur ein Teil der Box, die ich zusammenstellen werde. Es wird insgesamt 3 Gewinner geben. Die Verlosung wird einen Monat gehen. Und ich habe einfach sehr, sehr viel gerade zu tun. Ich muss einfach wahnsinnig viele Sachen bestellen, aufbauen und so. Mein Tisch von meinen Kosmetiktischen, alles, das bleibt ja alles. Da brauche ich jetzt auch nichts Neues kaufen. Nur, dass ich halt die 2 kleineren Tische nebeneinander stellen muss. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das aussehen wird. Und wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder, meine Schätze. Und zwar am Mittwoch zu meinem Microblading Permanent Make-up Video.